1940 betrug die Heeresstärke der USA ganze 174.000 Mann. 1945 trugen 12 Millionen Amerikaner Uniform. Aus einer isolationistischen Republik war im Verlauf des Zweiten Weltkriegs eine Supermacht geworden, mit einem weltumspannenden Netz von Militärbasen. Seitdem sprechen Kritiker von einem amerikanischen Empire, dem Produkt eines Interessengeflechts aus Politik, Rüstungsindustrie und Militär. Laut Auflistung des Pentagons unterhielten die Vereinigten Staaten im Jahr 2009 716 Militärbasen in 38 Ländern. Mehr als 250.000 US-Soldaten sind im Ausland stationiert. Darüber hinaus sind die USA in über 100 weiteren Ländern auf die eine oder andere Art militärisch präsent. Ein Jahr nach seiner Wahl bewilligte Barack Obama den ersten Militärhaushalt der neuen Regierung. Er belief sich auf 680 Milliarden Dollar, 30 Milliarden mehr als das letzte Verteidigungsbudget seines Vorgängers Bush. Eine vergleichbare Größenordnung wie die 787 Milliarden Dollar, die von der neuen Regierung als Konjunkturpaket bereitgestellt wurden. Wie werden diese immensen Ausgaben gerechtfertigt? Und für welche Ziele werden sie verwendet? Hier finden Ausstellungen statt. Manchmal kommen auch Bands. Es gibt Talentshows, dafür haben wir extra eine Bühne. Wir haben hier schon alles Mögliche organisiert. Halloween-Partys, Weihnachtsfeiern. Es gibt auch noch andere Veranstaltungen, Salsa-Kurse zum Beispiel, aber da habe ich noch nie mitgemacht. Heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, ist das weltweite Netzwerk von Militärbasen die Grundlage, auf der die USA ihr neues Imperium errichten wollen. Auf seiner Website und in öffentlichen Verlautbarungen spricht das Pentagon von rund 700 Militärbasen, verteilt auf etwa 130 Länder. Das ist eine enorme Zahl. Die meisten Amerikaner wissen davon nichts. Über eine Viertelmillion Soldaten sind auf diesen Standorten rund um die Welt stationiert. Es ist nicht illegal, sich Kopien zu ziehen, aber das sieht der Betreiber natürlich nicht so gern. Das sind die Filme, die es hier gibt. Sie sind kostenlos. Das Fundament der klassischen europäischen Imperien war die Kolonie. Für das amerikanische Imperium ist der Grundbaustein die Militärbasis. Hier haben wir Internetstationen, an denen die Soldaten sich nicht nur im Netz informieren, sondern auch über Webcam Kontakt mit zu Hause halten können. Gehen Sie nur rein. Wer sich nur mit dem Krieg selbst und nicht mit der Vorbereitung des Krieges beschäftigt, zäumt das Pferd von hinten auf. Wir müssen vielmehr sehen, wo überall in der Welt Kriegsvorbereitungen getroffen werden und welche Militärbasen dafür grundlegend sind. Ein Sprichwort sagt, wenn die Soldaten kommen, kommt der Krieg. Wenn früher die amerikanischen Soldaten kamen, haben wir an diese Glocke geschlagen, um sie zu vertreiben. Wir riefen Yankee, go home. Thank you.
Die amerikanischen Militärbasen haben uns nicht nur unser Land gestohlen, sondern auch unsere Art zu leben. Unsere Kultur, unsere Geschichte, unsere Tradition, alles. Das ist untragbar. Angeblich sollen diese Standorte den Weltfrieden sichern, aber tatsächlich wurden sie im Koreakrieg, in Vietnam und jetzt im Irak eingesetzt. Im Krieg sterben Menschen, das ist so. Aber mein Herz blutet, weil unsere Grundstücke dazu benutzt werden, Menschen zu töten. Wenn ein Koch dich um ein Messer bittet, weil er es in der Küche braucht, kannst du es ihm ruhig geben. Aber wenn er dich darum bittet, weil er jemanden umbringen will, dann wirst du zum Mörder, wenn du es ihm leihst. Auf diesem Foto steht, gib mir mein Land zurück. Amerikas weltumspannendes Netz von Militärstützpunkten entstand nach dem Zweiten Weltkrieg. In Deutschland, Italien und Japan wurde infolge der Niederlage eine ständige amerikanische Präsenz errichtet, die bis heute andauert. Das wird nirgendwo deutlicher als auf Okinawa, einer Insel südlich des japanischen Festlands, die bis 1972 unter US-Verwaltung stand, bis sie schließlich an Japan zurückgegeben wurde. Während dieser Zeit errichteten die USA Dutzende von Militärbasen auf der Insel. Wegen seiner Nähe zu China und Taiwan bildet Okinawa gemeinsam mit Südkorea noch heute Amerikas Bollwerk in Ostasien. Die Insel beherbergt 38 US-Basen, auf denen 35.000 Soldaten stationiert sind. Die zunehmende Spannung zwischen den USA und der Sowjetunion führte in der Nachkriegszeit zu einer beispiellosen globalen Aufrüstung und zu einer Strategie der Ausbeutung menschlicher Ängste, die in unterschiedlichen Variationen bis heute anhält. Sie wissen, wie schlimm ein Sonnenbrand sein kann. Der Blitz einer Atombombe kann sie noch viel schlimmer verbrennen, vor allem wenn sie ohne Deckung sind. In diesen Jahren eroberte sich Amerika neue Territorien, so wie Diego Garcia, eine kleine Insel im Indischen Ozean, die zu den britischen Überseegebieten gehört und deren Bewohner zwischen die Fronten des globalen Machtkampfes gerieten. Wegen des Kalten Krieges wollten die USA unbedingt einen Stützpunkt im Indischen Ozean. Diego Garcia hat eine wunderbare Lagune, die dafür wie geschaffen war. Wir lebten damals einfach am falschen Ort, verstehen Sie? Weil unsere Insel sämtliche Ansprüche an eine hochkomplexe Militärbasis außerhalb der USA und Englands erfüllte. Gemäß einer Übereinkunft zwischen Großbritannien und den USA stellten die Briten 1971 die Insel den Amerikanern als Militärbasis zur Verfügung und deportierten die 2000 Einwohner. Laut dem Pentagon ist Diego Garcia heute einer der 13 Schlüsselstützpunkte, über die die USA weltweit verfügen. Diego Garcia spielte eine entscheidende Rolle in allen militärischen Operationen seit dem 11. September. Die vertriebenen Inselbewohner leben verstreut zwischen Mauritius und Großbritannien, von wo aus sie seit Jahren versuchen, ihre Rückkehr gerichtlich zu erzwingen. 2008 allerdings verwarf das britische Oberhaus alle vorherigen Urteile, die den Einwohnern ihr Rückkehrrecht bestätigt hatten. Wir mussten aus strategischen Gründen ins Exil. Wir haben den Preis bezahlt. Man hat uns aus unserer Heimat verbannt, um die Verteidigung des Westens zu sichern. Auf die eine oder andere Art wirft der Sozialismus bereits einen breiten Schatten der Unterdrückung auf die meisten Staaten dieser Erde. Und dieser Schatten beeinträchtigt unsere Freiheit. Neue Feinde? Gleich neue Kriege.
Ich war ein kalter Krieger, auf jeden Fall. Ich hielt die Sowjetunion für eine Bedrohung und ich bin immer noch der Überzeugung, dass wir jedes Recht hatten, uns gegen die sowjetische Macht zu verteidigen. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 begann ich, anders zu denken. Vor allem, als offensichtlich wurde, wie schnell sich unser Land, die USA, nach einem Ersatzfeind umsah, um den militärisch-industriellen Komplex am Leben zu halten und die Profiteure des Kalten Krieges weiter zu bedienen. Das hat mich entsetzt. Ich dachte, dass wir nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sämtliche Stützpunkte dieser globalen Maschinerie aufgeben würden. Es gab für sie ja keinen Grund mehr. Sie waren überflüssig geworden. Stattdessen wurde sofort ein anderer Feind ausgemacht. China, der Terrorismus, Drogenbarone oder einfach nur politische Instabilität. Irgendetwas, damit es weiterging. Manchmal fürchten wir uns vor großen Dingen und manchmal vor sehr kleinen. Aber da gibt es noch etwas, das du über Furcht wissen solltest, Billy. Was das ist? Nun, manchmal hast du Angst vor etwas, das in Wirklichkeit gar nicht gefährlich ist. Ein weltweit gespanntes Netzwerk von Stützpunkten bedeutet, dass, wenn du der Herrscher des Westens bist, du ewig Krieg führen kannst. Es gibt immer jemanden, der uns nicht passt. Jemanden, der aufgehalten werden muss. Immerwährender Krieg für immerwährenden Frieden. Das ist der amerikanische Traum. Als wir den ersten Schritt zu einem Empire taten, gab es kein Zurück mehr. Und wir finden immer einen Vorwand, um einen Feind anzugreifen. Der Grundstein für die neue Weltordnung wurde 1991 im Nahen Osten gelegt. Nach dem ersten Golfkrieg etablierten die USA eine dauerhafte Militärpräsenz in der Region. Nicht anders als 50 Jahre zuvor in Europa und im Fernen Osten. Die Auswirkungen dieser Politik zeigten sich 10 Jahre später. 2001 machte Osama bin Laden die amerikanische Militärpräsenz in seinem Heimatland Saudi-Arabien für seinen Hass auf die USA verantwortlich. Ironischerweise bereiteten ausgerechnet die Anschläge des 11. September und Washingtons militärische Reaktion darauf den USA den Weg zu neuen Militärbasen im Irak und in Zentralasien, vor allem in Afghanistan. Neue Feinde gleich neue Kriege. Neue Kriege gleich Ausbau der militärischen Infrastruktur. Stützpunkte und Krieg gehen Hand in Hand. Die Mehrzahl der US-Militärbasen resultiert aus Kriegen. Sie sind die Beute, das Raubgut des Krieges. Das heißt, sie sind während des Krieges in Besitz genommen und nie zurückgegeben worden. Seit dem Krieg gegen den Irak 1991 haben die USA Militärstützpunkte in Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Katar, Oman und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Seit den Bombenangriffen auf Jugoslawien 1999 haben sie Standorte im Kosovo, in Albanien, Bulgarien, Makedonien, Ungarn, Bosnien und Kroatien. Seit den Bombenangriffen auf Afghanistan 2002 verfügen sie über Militärbasen in Afghanistan, Pakistan, Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan, Georgien, im Jemen und in Djibouti. Und seit der Eroberung Bagdads 2003 sitzen sie im Irak. Der Sicherheitspakt zwischen Japan und den USA ist der Eckpfeiler des amerikanischen Verteidigungssystems im Pazifik. Die USA sind sowohl eine transpazifische als auch eine transatlantische Macht. Aber ohne die Frauen und Männer, die hier in Japan Dienst tun, könnten wir diese Macht nicht nutzen. Zurzeit herrscht Frieden in der Region, aber wir sind konfrontiert mit ständigen Drohungen aus Nordkorea.
Die humanitären Hilfseinsätze, die wir nach Tsunamis und Wirbelstürmen von Japan aus organisiert haben, tragen entscheidend dazu bei, Amerikas Vorherrschaft weiter zu sichern, auf sämtliche Herausforderungen vorbereitet zu sein und alle Chancen für eine bessere Zukunft zu ergreifen. Nach jahrelangen lokalen Protesten unterzeichneten US-Außenministerin Clinton und die japanische Regierung 2009 ein Abkommen zur Verlegung der 8000 auf dem Futenma-Luftwaffenstützpunkt stationierten Marines nach Guam, einer Insel unter amerikanischer Oberhoheit. Die Verlegung war jedoch geknüpft an den Bau neuer Landebahnen an der Ostküste Okinawas, nahe der Bucht von Henoko. Ziel dieses Projektes ist, das Ausbildungszentrum für Dschungelkrieg in Takai weiter nach Norden auszuweiten. Mit anderen Worten, die USA geben ein bisschen Land an die Einheimischen zurück, wenn die sich bereit erklären, auf mehr Land anderswo auf der Insel zu verzichten. Die USA übernehmen keinerlei Verantwortung für die Auswirkungen auf die Menschen oder die Umwelt. Zurzeit planen sie einen gewaltigen Ersatzflughafen, für den ein großer Teil der Bucht aufgeschüttet werden müsste. Und weil im Meer vor Henoko viele seltene Arten leben, hätte das ernste Konsequenzen. Die Dugongs vor Okinawa zum Beispiel sind die einzigen Exemplare dieser Seekuhart in ganz Ostasien. Und es sind kaum noch 50 von ihnen übrig. Ich habe ein Jahr lang von morgens bis abends vor Camp Schwab gesessen und ein Schild hochgehalten. Keine neuen Stützpunkte. Es kamen viele Soldaten, um mit mir zu reden. Sie haben mir Hamburger zum Frühstück angeboten. Sie waren so jung. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie in den Irak geschickt würden, um Leute zu ermorden. Diese Kinder werden hier zum Töten ausgebildet. Wir müssen das stoppen. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit unseren Aktionen den Bau dieser Hubschrauberlandeplätze verhindern können. Natürlich nur mit friedlichen Mitteln. Wir müssen uns vielen Herausforderungen stellen, aber wir haben auch einige echte Chancen. Und es liegt bei jedem Einzelnen von uns zu bestimmen, welche Rolle wir in Bezug auf unser Land und unsere Vorherrschaft spielen wollen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn es darum geht, Amerikas Sicherheit zu verteidigen und unsere Interessen zu fördern, keiner dafür besser geeignet ist als Sie. Ich danke Ihnen, ich danke Ihren Familien, danke für Ihren Dienst und Ihre Opferbereitschaft und danke dafür, dass Sie jeden Tag etwas bewegen. Neue Kriege gleich neue militärische Infrastruktur gleich stehendes Heer. Wenn wir vom Militär als Institution sprechen, geht es nicht um die nationale Verteidigung oder die Verpflichtung aller wehrtauglichen Bürger, für ihr Land in Zeiten nationaler Gefahr zu kämpfen.
Es geht um eine Daseinsform, eine Möglichkeit, den Lebensunterhalt zu verdienen, eine ideologische Einstellung. Das amerikanische Konzept einer Armee war ursprünglich das der Legionen in der Römischen Republik. Sie wurden bei Gefahr einberufen, die Bauern verließen ihre Felder, zogen in den Krieg und wurden danach umgehend wieder entlassen. Es gab keine wie auch immer gearteten Langzeitstreitkräfte. Als die Römische Republik dann allmählich ohne Ziel und eher gedankenlos ein Imperium erschuf, wurde ihr klar, dass sie ein stehendes Heer brauchte. So in etwa ging es auch den USA nach dem Zweiten Weltkrieg, als wir anfingen, eine Rüstungsindustrie aufzubauen und eine Maschinerie, die dieses gewaltige stehende Heer stützte. Und das änderte schlagartig die politische Struktur der USA. Stehende Heere zerstören den Föderalismus. Sie verlagern die Macht nach Washington. Und sie verlangen mehr Anteil am Bruttosozialprodukt, um sie zu unterhalten. Die Soldaten dienen 20 Jahre. Und auch danach muss für sie gesorgt werden. Das verändert die Machtstruktur total. Und das ist es, was letztlich zum Niedergang der Römischen Republik führte. Militärische Infrastruktur gleich stehendes Heer gleich militärisch-industrieller Komplex. An alle Basen, Codewort Eiserne Hand, Alarm für alle Streitkräfte. Wem gehört Amerika? Wem gehört General Electric? Sie stellen Atombomben her. Wer gibt ihnen das Geld dafür und warum? Um uns wovor zu schützen? Das sind alles Fragen, die sich jemand wie Obama stellen sollte. Das Empire ist ja nicht vom Himmel gefallen, es wurde erschaffen. Und diese Stützpunkte verbreiteten sich wie eine fürchterliche Krebsart. Es ist unglaublich, wie viel Geld täglich vom Militär verbrannt wird. Die Einsätze, die jeden Tag von Kadena aus geflogen werden, nur von dieser einen Basis, in diesem einen Land an einem einzigen Tag, erfordern zigtausende Liter Flugbenzin, Reparaturen, Wartung und Ersatzteile. Als Rechtfertigung für die Stützpunkte wird angeführt, dass dort ständig geübt und trainiert wird und die Ausrüstung und die Einsatzbereitschaft der Soldaten auf dem höchsten Stand gehalten werden. Und sie müssen ja auch irgendwo essen. Das ist alles ungeheuer kostspielig. Davor hat Präsident Eisenhower in seiner Abschiedsrede 1961 mit dem Begriff militärisch-industrieller Komplex gewarnt. Vor der verborgenen Macht. Einer Macht, die nicht wirklich vom Kongress kontrolliert wird, die schon mehrfach außer Kontrolle geraten ist und eher private als nationale Interessen vertritt. Leider haben wir Amerikaner diese Warnung nicht ernst genommen. Und jetzt ist die Situation kurz davor, uns zu entgleiten. Stehendes Heer gleich militärisch-industrieller Komplex, gleich Militarisierung der Politik. Die USA verbrauchen jeden Tag ein Viertel dessen, was auf der Welt an Treibstoff verbraucht wird, weit mehr als jedes andere Land. Allein das Verteidigungsministerium verbraucht an einem Tag so viel Benzin wie Schweden. Das ist eine gewaltige Menge, die Tag für Tag, 365 Tage im Jahr irgendwo herkommen muss. Um das zu gewährleisten, müssen die USA die Vorkommen schützen. Diese Aufgabe wurde dem Militär übertragen und dafür werden Stützpunkte benötigt. Für die Marine, die Luftwaffe, das Heer. Dort, wo es Öl gibt und entlang der Transportrouten. Wenn Sie sich die Karte betrachten, dann erstrecken sich die US-Stützpunkte nahezu durchgängig von Polen bis nach Pakistan und bilden einen strategischen Korridor zwischen den wirtschaftlichen Konkurrenten der USA, der EU auf der einen und China und Japan auf der anderen Seite. The US has a formal
Die USA verfolgen eine fest umrissene Strategie der politischen Überlegenheit am Persischen Golf, die sogenannte Carter-Doktrin. Sie besagt, dass der Schutz des Öls dort für Amerika von vitalem Interesse ist und dass die Quellen mit allen Mitteln gesichert werden müssen, auch mit militärischer Gewalt. Deshalb, hieß es, brauchen wir Militärbasen am Persischen Golf. Und so wurden, um den Ölfluss vom Persischen Golf zu sichern, Stützpunkte errichtet. Und es wurden im Einklang mit dieser Politik auch Kriege geführt. Einer der Gründe, tatsächlich der Grund für den Einmarsch der USA in den Irak, war die Sicherung der Kontrolle über die Region mit den größten Ölvorkommen der Welt. Die US-Botschaft, die in Bagdad gebaut wurde, ist eine Stadt, einzigartig in der Geschichte. Und diese Botschaft und die riesigen Stützpunkte um sie herum wurden nicht gebaut, um irgendwann wieder abzuziehen, sondern um eine dauerhafte Kontrolle zu gewährleisten. Seit 2003 haben die USA im Irak Dutzende von Stützpunkten errichtet. 2008 unterzeichneten die amerikanische und die irakische Regierung ein Abkommen über den Abzug aller Fremdentruppen bis 2011. Dieses Abkommen besagt auch, dass die USA weder ständige Stützpunkte noch eine ständige militärische Präsenz im Irak anstreben. Allerdings erklärte 2009 Obamas damaliger Verteidigungsminister Robert Gates, dass er auch nach 2011 von einem Restkontingent von mehreren tausend Soldaten im Irak ausgehe. Daher befürchten viele, dass der Irak als Ausgangsbasis für weitere Kriege in der Region genutzt werden könnte. Tatsächlich wurden viele Stützpunkte, die ursprünglich eine Reaktion auf drohende Auseinandersetzungen darstellten, zu Dauereinrichtungen. Diego Garcia zum Beispiel entstand während des Kalten Krieges, ist immer noch einsatzfähig und hat im Irakkrieg eine entscheidende Rolle gespielt. In ihrer Machbarkeitsstudie sagen die Amerikaner, dass es für die Bewohner nicht sicher ist, auf die Insel zurückzukehren. Aber tatsächlich leben Amerikaner dort. Sie haben die Insel ausgebaut und ich habe sogar gehört, dass sie aussieht wie Klein New York. Die Amerikaner genießen ihr Leben dort. Warum wird uns das Recht genommen, auf unsere Insel zurückzukehren und sie genauso zu genießen wie sie? Militärisch-industrieller Komplex gleich Militarisierung der Politik gleich Machtmissbrauch. Mit der Stationierung von Militärbasen verlieren die jeweiligen Länder einen Teil ihrer Souveränität. In dem Zusammenhang sind die Truppenstatute interessant. Dort ist festgehalten, was zwischen den USA und den sogenannten Aufnahmestaaten vereinbart wurde, welche Zugangsrechte die USA haben, welche Art politischer Macht und was passiert, wenn US-Soldaten in diesen Ländern Verbrechen begehen. Sie werden feststellen, dass für Länder, die weniger mächtig oder einflussreich sind als die USA, die Statuten recht dünn sind. In diesen Ländern werden Soldaten, die kriminell werden, nicht zur Rechenschaft gezogen, nicht nach den jeweiligen Landesgesetzen angeklagt, nicht ins Gefängnis des Aufnahmelandes gesteckt. Häufig werden sie lediglich außer Landes gebracht, zurück in die USA oder in ein Kriegsgebiet geschickt. Denn Jungs sind nun mal Jungs. Und diese Jungs sind darauf gedrillt worden, besonders aggressiv zu sein. Also sind sie das auch. Du bist aufgeputscht, Mann, als wärst du vollgepumpt mit Anabolika. Du hast Waffen und alles Mögliche. Und wenn du den Stützpunkt verlässt, hältst du dich für den Größten. Du bist ein ganz harter Typ, der jeden in die Eier treten kann. Wenn du mit dieser Einstellung in die Stadt gehst, dich betrinkst und irgendjemand guckt dich schief an, dann prügelst du ihn windelweich. Du bist Soldat, du bist ein Marine. Das Militär mag diese Art.
Sie sagen vielleicht, wir wollen nicht, dass unsere Jungs lokale Gesetze brechen und den Einheimischen Probleme machen. Blödsinn. Das ist Müll. Wenn das wirklich so wäre, ließen sie uns nicht vom Stützpunkt. Und wenn sie uns rauslassen, gibt es eben Ärger. Die Amerikaner sollten sich klar machen, was passiert, wenn sie Stützpunkte in anderen Ländern errichten. Lösen sie Probleme oder schaffen sie nur noch mehr? Ich glaube, sie schaffen Probleme. Ich glaube, dass die Menschen sehr verärgert darüber sind, dass wir Weltpolizei spielen, dass wir uns das Recht nehmen, überall Stützpunkte zu errichten. Es gibt keine Militärbasen anderer Länder in den USA. Keine englischen Stützpunkte, keine koreanischen, keine französischen, nur amerikanische. Und mit denen können wir gut leben. Der Lärm ist unser Lärm, der stört uns überhaupt nicht. Es sind ja unsere Stützpunkte, aber für andere sind sie ein echtes Problem. Das ist eine Liste mit den Verbrechen und Zwischenfällen, die das US-Militär auf Okinawa zu verantworten hat. Und es passieren regelmäßig Zwischenfälle. Das sind nur einige. Ich hatte nicht die Zeit, alle aufzuschreiben. Hier ist eine Karte des Stützpunkts. Wie Sie sehen, liegt er mitten in der Stadt. Diese Vorschule liegt keine 300 Meter vom Stützpunkt entfernt. Wir befinden uns hier innerhalb der sogenannten Freizone, in der die Flugzeuge starten und landen. Deshalb fliegen sie hier so tief, sogar die Hubschrauber. Manchmal kommen sie so dicht heran, dass wir das Gesicht des Piloten sehen können. Der Lärm ist grauenvoll. Sie fliegen den ganzen Tag, nonstop. Einige Kinder wachen nachts weinend auf, andere kommen erst gar nicht mehr zur Schule. Militarisierung der Politik gleich Machtmissbrauch, gleich Proteste der Bevölkerung. Wir sind hier, um klarzumachen, dass Vicenza keinen weiteren Militärstützpunkt dulden wird. Kein Kriegsgerät mehr in diesem Land. Wir sagen Nein zu allen militärischen Einrichtungen. Denen, die mit Waffen zu uns kommen, sagen wir, geht nach Hause. 2007 wurde bekannt, dass die USA in Vicenza einen neuen Stützpunkt planten, nur wenige Kilometer vom historischen Stadtkern entfernt. In Vicenza gibt es bereits eine US-Militärbasis. Camp Ederle, Standort der Eingreiftruppe für Südeuropa, ist einer der 10 größten US-Stützpunkte in Italien. Die neue Militärbasis soll auf dem Gelände des ehemaligen Zivilflughafens Dalmolin entstehen. Geplant sind 48 Gebäude auf einer Fläche von gut 80.000 Quadratmetern.
Vicenza schert mich überhaupt nicht. In Vicenza leben vier Leute, drei davon älter als 90. Vicenza ist keine Militärbasis. Sie produziert weder Rauch noch Lärm und Flugzeuge landen da auch nicht. Wer sich über Vicenza beschwert, ist meiner Meinung nach ein dreckiger Kommunist. Warum? Weil die italienische Regierung, die Region, die Behörden sich dafür entschieden haben. Die regen sich da künstlich auf, dabei ist alles völlig harmlos. Unsere Soldaten sind wie Touristen. Sie haben weder Panzer noch Hubschrauber. Sie stürzen nicht mit Flugzeugen über deinem Haus ab. Das ist pure Ideologie und reine Verweigerungshaltung von einem Haufen wertloser Nichtstuer. Im April 2008 wird Achille Variati zum Bürgermeister von Vicenza gewählt. Er verspricht einen Bürgerentscheid über den neuen Stützpunkt. Als Termin wurde der 5. Oktober 2008 festgelegt, aber kurz davor blockiert Italiens oberster Gerichtshof die Abstimmung. Ungeachtet der Gerichtsentscheidung beschließen die Einwohner von Vicenza, eine Befragung in Eigenregie durchzuführen. Am 5. Oktober 2008 stimmen 95% der Teilnehmenden gegen den Stützpunkt. Ich will in meiner Stadt keine Amerikaner und hier habe ich die Möglichkeit, das zu äußern. Der Krieg ist seit 70 Jahren vorbei und wir haben noch immer Besatzungstruppen in der Stadt. Trotz des eindeutigen Widerstands der Einwohner von Vicenza gab die italienische Regierung den USA grünes Licht, den Bau des neuen Stützpunkts voranzutreiben. Es ist nicht unüblich, dass ein demokratisches Verfahren ausgehebelt wird, wenn es um Militärstützpunkte geht. Tatsächlich sind die meisten durch geheime Abkommen zwischen den USA und den Aufnahmestaaten gedeckt. Im Fall Italiens ist es das 1954 geschlossene bilaterale Abkommen, das weder je veröffentlicht noch vom italienischen Parlament ratifiziert wurde. Da kommt wieder ein LKW. Bleibt zusammen! Geben Sie das Tor frei! Auseinander! Sie verletzen die Sonderrechte für US-Militärstützpunkte! Wissen Sie, warum wir hier kämpfen? Können Sie sich vorstellen, wie wir uns fühlen? Die amerikanische und die japanische Regierung schikanieren uns seit Jahren. Aber haben wir je einen Amerikaner getötet? Frauen sind vergewaltigt worden. Immer wieder sind Flugzeuge und Hubschrauber abgestürzt. Das machen diese Stützpunkte mit uns. 62 harte Jahre lang haben sie uns unterdrückt. Wir verstehen, dass sie nur ihre Pflicht tun, aber wir haben eine historische Aufgabe. Wir wollen diese Verantwortung nicht auf unsere Nachfolgegeneration abwälzen. In jeder amerikanischen Grundschule steht die Unabhängigkeitserklärung auf dem Stundenplan. Und da erzählen sie, dass König Georg von England selbst in Friedenszeiten Truppen bei uns stationiert hatte, die Misshandlungen und Übergriffe begingen. Die Formulierung ist nicht von mir. Das war der Grund, weshalb wir uns von England unabhängig erklärt und sogar Krieg gegen die Briten geführt haben. Machtmissbrauch gleich Proteste der Bevölkerung gleich Wandel. Gleichwandel. Die
Wahl von Barack Obama wurde von vielen als Beginn einer radikalen Abkehr von der Politik seines Vorgängers Bush begrüßt. In vieler Hinsicht traf das auch ein. Aber das stetig wachsende Rüstungsbudget, die Eskalation des Krieges in Afghanistan, die Unentschiedenheit über die Stützpunkte im Irak und die Pläne für neue Militärbasen in etlichen anderen Ländern zeigen, wie schwer es für diesen und jeden anderen Präsidenten ist, sich einer Politik entgegenzustellen, die den militärisch-industriellen Komplex fördert und die Vormacht der USA über den Rest der Welt festschreiben will. Das da drüben ist mein Land. Ich hoffe, dass ich es eines Tages zurückbekomme. Ich möchte dort jede Menge Rettich ziehen. Auf diesem kleinen Gelände könnten Millionen von ihnen wachsen. Ich würde sie den Menschen von Okinawa spenden. Im Namen des Friedens. Wenn wir in diesem Kampf zusammenhalten, können wir siegen. Darauf vertraue ich. Aber wenn wir uns nicht gegen den Diebstahl unseres Landes wehren, dann werden wir nie in der Lage sein, die Welt zu verändern. Wir müssen Ruhe bewahren. Das ist die einzige Chance zu gewinnen. Wir setzen auf Widerstand, nicht auf Gewalt. Widerstand, nicht Gewalt. Wir sind hier, um das Lebensumfeld eines jeden Einzelnen, egal welcher Herkunft, zu sichern und dafür zu sorgen, dass sich die Menschen frei bewegen können, damit die Kinder in die Schule und die Erwachsenen zur Arbeit gehen und alle ruhig schlafen können. Wir wünschen uns, dass sich das Kosovo weiterentwickelt. Es wird der Zeitpunkt kommen, an dem die KFOR nicht mehr gebraucht wird, und auf diesen Tag freuen wir uns. Noch Fragen? Haben Sie, was Sie brauchen? Vor allem, als offensichtlich wurde, wie schnell sich unser Land, die USA, nach einem Ersatzfeind umsah, um den militärisch-industriellen Komplex am Leben zu halten und die Profiteure des Kalten Krieges weiter zu bedienen. Das hat mich entsetzt. Ich dachte, dass wir nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sämtliche Stützpunkte dieser globalen Maschinerie aufgeben würden. Es gab für sie ja keinen Grund mehr. Sie waren überflüssig geworden. Stattdessen wurde sofort ein anderer Feind ausgemacht. China, der Terrorismus, Drogenbarone oder einfach nur politische Instabilität. Irgendetwas, damit es weiterging. Manchmal fürchten wir uns vor großen Dingen und manchmal vor sehr kleinen. Aber da gibt es noch etwas, das du über Furcht wissen solltest, Billy. Was das ist? Nun, manchmal hast du Angst vor etwas, das in Wirklichkeit gar nicht gefährlich ist. Ein weltweit gespanntes Netzwerk von Stützpunkten bedeutet, dass, wenn du der Herrscher des Westens bist, du ewig Krieg führen kannst. Es gibt immer jemanden, der uns nicht passt. Jemanden, der aufgehalten werden muss. Immerwährender Krieg für immerwährenden Frieden. Das ist der amerikanische Traum. Als wir den ersten Schritt zu einem Empire taten, gab es kein Zurück mehr. Und wir finden immer einen Vorwand, um einen Feind anzugreifen. Der Grundstein für die neue Weltordnung wurde 1991 im Nahen Osten gelegt. Nach dem ersten Golfkrieg etablierten die USA eine dauerhafte Militärpräsenz in der Region. Nicht anders als 50 Jahre zuvor in Europa und im Fernen Osten. Die Auswirkungen dieser Politik zeigten sich 10 Jahre später.
2001 machte Osama bin Laden die amerikanische Militärpräsenz in seinem Heimatland Saudi-Arabien für seinen Hass auf die USA verantwortlich. Ironischerweise bereiteten ausgerechnet die Anschläge des 11. September und Washingtons militärische Reaktion darauf den USA den Weg zu neuen Militärbasen im Irak und in Zentralasien, vor allem in Afghanistan. Neue Feinde gleich neue Kriege. Neue Kriege gleich Ausbau der militärischen Infrastruktur. Stützpunkte und Krieg gehen Hand in Hand. Die Mehrzahl der US-Militärbasen resultiert aus Kriegen. Sie sind die Beute, das Raubgut des Krieges. Das heißt, sie sind während des Krieges in Besitz genommen und nie zurückgegeben worden. Seit dem Krieg gegen den Irak 1991 haben die USA Militärstützpunkte in Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Katar, Oman und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Seit den Bombenangriffen auf Jugoslawien 1999 haben sie Standorte im Kosovo, in Albanien, Bulgarien, Makedonien, Ungarn, Bosnien und Kroatien. Seit den Bombenangriffen auf Afghanistan 2002 verfügen sie über Militärbasen in Afghanistan, Pakistan, Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan, Georgien, im Jemen und in Djibouti. Und seit der Eroberung Bagdads 2003 sitzen sie im Irak. Der Sicherheitspakt zwischen Japan und den USA ist der Eckpfeiler des amerikanischen Verteidigungssystems im Pazifik. Die USA sind sowohl eine transpazifische als auch eine transatlantische Macht. Aber ohne die Frauen und Männer, die hier in Japan Dienst tun, könnten wir diese Macht nicht nutzen. Zurzeit herrscht Frieden in der Region, aber wir sind konfrontiert mit ständigen Drohungen aus Nordkorea. Die humanitären Hilfseinsätze, die wir nach Tsunamis und Wirbelstürmen von Japan aus organisiert haben, tragen entscheidend dazu bei, Amerikas Vorherrschaft weiter zu sichern, auf sämtliche Herausforderungen vorbereitet zu sein und alle Chancen für eine bessere Zukunft zu ergreifen. Und auch danach muss für sie gesorgt werden. Das verändert die Machtstruktur total. Und das ist es, was letztlich zum Niedergang der Römischen Republik führte. Militärische Infrastruktur gleich stehendes Heer gleich militärisch-industrieller Komplex. An alle Basen, Codewort Eiserne Hand, Alarm für alle Streitkräfte. Wem gehört Amerika? Wem gehört General Electric? Sie stellen Atombomben her. Wer gibt ihnen das Geld dafür? Und warum? Um uns wovor zu schützen? Das sind alles Fragen, die sich jemand wie Obama stellen sollte. Das Empire ist ja nicht vom Himmel gefallen, es wurde erschaffen. Und diese Stützpunkte verbreiteten sich wie eine fürchterliche Krebsart. Es ist unglaublich, wie viel Geld täglich vom Militär verbrannt wird. Die Einsätze, die jeden Tag von Kadena aus geflogen werden, nur von dieser einen Basis, in diesem einen Land an einem einzigen Tag, erfordern zigtausende Liter Flugbenzin, Reparaturen, Wartung und Ersatzteile. Als Rechtfertigung für die Stützpunkte wird angeführt, dass dort ständig geübt und trainiert wird und die Ausrüstung und die Einsatzbereitschaft der Soldaten auf dem höchsten Stand gehalten werden. Und sie müssen ja auch irgendwo essen. Das ist alles ungeheuer kostspielig. This is what
Davor hat Präsident Eisenhower in seiner Abschiedsrede 1961 mit dem Begriff militärisch-industrieller Komplex gewarnt. Vor der verborgenen Macht. Einer Macht, die nicht wirklich vom Kongress kontrolliert wird, die schon mehrfach außer Kontrolle geraten ist und eher private als nationale Interessen vertritt. Leider haben wir Amerikaner diese Warnung nicht ernst genommen. Und jetzt ist die Situation kurz davor, uns zu entgleiten. Stehendes Heer gleich militärisch-industrieller Komplex, gleich Militarisierung der Politik. Die USA verbrauchen jeden Tag ein Viertel dessen, was auf der Welt an Treibstoff verbraucht wird, weit mehr als jedes andere Land. Allein das Verteidigungsministerium verbraucht an einem Tag so viel Benzin wie Schweden. Das ist eine gewaltige Menge, die Tag für Tag, 365 Tage im Jahr, irgendwo herkommen muss. Um das zu gewährleisten, müssen die USA die Vorkommen schützen. Diese Aufgabe wurde dem Militär übertragen und dafür werden Stützpunkte benötigt. Für die Marine, die Luftwaffe, das Heer. Dort, wo es Öl gibt und entlang der Transportrouten. Wenn Sie sich die Karte betrachten, dann erstrecken sich die US-Stützpunkte nahezu durchgängig von Polen bis nach Pakistan und bilden einen strategischen Korridor zwischen den wirtschaftlichen Konkurrenten der USA, der EU auf der einen und China und Japan auf der anderen Seite. Die USA verfolgen eine fest umrissene Strategie der politischen Überlegenheit am Persischen Golf, die sogenannte Carter-Doktrin. Sie besagt, dass der Schutz des Öls dort für Amerika von vitalem Interesse ist und dass die Quellen mit allen Mitteln gesichert werden müssen, auch mit militärischer Gewalt. Deshalb, hieß es, brauchen wir Militärbasen am Persischen Golf. Und so wurden, um den Ölfluss vom Persischen Golf zu sichern, Stützpunkte errichtet. Und es wurden im Einklang mit dieser Politik auch Kriege geführt. Einer der Gründe, tatsächlich der Grund für den Einmarsch der USA in den Irak, war die Sicherung der Kontrolle über die Region mit den größten Ölvorkommen der Welt. Die US-Botschaft, die in Bagdad gebaut wurde, ist eine Stadt, einzigartig in der Geschichte. Und diese Botschaft und die riesigen Stützpunkte um sie herum wurden nicht gebaut, um irgendwann wieder abzuziehen, sondern um eine dauerhafte Kontrolle zu gewährleisten. Seit 2003 haben die USA im Irak Dutzende von Stützpunkten errichtet. 1940 betrug die Heeresstärke der USA ganze 174.000 Mann. 1945 trugen 12 Millionen Amerikaner Uniform. Aus einer isolationistischen Republik war im Verlauf des Zweiten Weltkriegs eine Supermacht geworden, mit einem weltumspannenden Netz von Militärbasen. Seitdem sprechen Kritiker von einem amerikanischen Empire, dem Produkt eines Interessengeflechts aus Politik, Rüstungsindustrie und Militär. Laut Auflistung des Pentagons unterhielten die Vereinigten Staaten im Jahr 2009 716 Militärbasen in 38 Ländern. Mehr als 250.000 US-Soldaten sind im Ausland stationiert. Darüber hinaus sind die USA in über 100 weiteren Ländern auf die eine oder andere Art militärisch präsent. Ein Jahr nach seiner Wahl bewilligte Barack Obama den ersten Militärhaushalt der neuen Regierung. Er belief sich auf 680 Milliarden Dollar, 30 Milliarden mehr als das letzte Verteidigungsbudget seines Vorgängers Bush. Eine vergleichbare Größenordnung wie die 787 Milliarden Dollar, die von der neuen Regierung als Konjunkturpaket bereitgestellt wurden. Wie werden diese immensen Ausgaben gerechtfertigt? Und für welche Ziele werden sie verwendet? We
Hier finden Ausstellungen statt. Manchmal kommen auch Bands. Es gibt Talentshows, dafür haben wir extra eine Bühne. Wir haben hier schon alles Mögliche organisiert. Halloween-Partys, Weihnachtsfeiern. Es gibt auch noch andere Veranstaltungen, Salsa-Kurse zum Beispiel, aber da habe ich noch nie mitgemacht. Heute zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist das weltweite Netzwerk von Militärbasen die Grundlage, auf der die USA ihr neues Imperium errichten wollen. Auf seiner Website und in öffentlichen Verlautbarungen spricht das Pentagon von rund 700 Militärbasen, verteilt auf etwa 130 Länder. Das ist eine enorme Zahl. Die meisten Amerikaner wissen davon nichts. Über eine Viertelmillion Soldaten sind auf diesen Standorten rund um die Welt stationiert. Es ist nicht illegal, sich Kopien zu ziehen, aber das sieht der Betreiber natürlich nicht so gern. Das sind die Filme, die es hier gibt. Sie sind kostenlos. Das Fundament der klassischen europäischen Imperien war die Kolonie. Für das amerikanische Imperium ist der Grundbaustein die Militärbasis. Hier haben wir Internetstationen, an denen die Soldaten sich nicht nur im Netz informieren, sondern auch über Webcam Kontakt mit zu Hause halten können. Gehen Sie nur rein. Wer sich nur mit dem Krieg selbst und nicht mit der Vorbereitung des Krieges beschäftigt, zäumt das Pferd von hinten auf. Wir müssen vielmehr sehen, wo überall in der Welt Kriegsvorbereitungen getroffen werden und welche Militärbasen dafür grundlegend sind. Ein Sprichwort sagt, wenn die Soldaten kommen, kommt der Krieg. Wenn früher die amerikanischen Soldaten kamen, haben wir an diese Glocke geschlagen, um sie zu vertreiben. Wir riefen Yankee, go home. Die amerikanischen Militärbasen haben uns nicht nur unser Land gestohlen, sondern auch unsere Art zu leben. Unsere Kultur, unsere Geschichte, unsere Tradition, alles. Das ist untragbar. Angeblich sollen diese Standorte den Weltfrieden sichern, aber tatsächlich wurden sie im Koreakrieg, in Vietnam und jetzt im Irak eingesetzt. Im Krieg sterben Menschen, das ist so. Aber mein Herz blutet, weil unsere Grundstücke dazu benutzt werden, Menschen zu töten. Wenn ein Koch dich um ein Messer bittet, weil er es in der Küche braucht, kannst du es ihm ruhig geben. Aber wenn er dich darum bittet, weil er jemanden umbringen will, dann wirst du zum Mörder, wenn du es ihm leihst. Auf diesem Foto steht, gib mir mein Land zurück.
Amerikas weltumspannendes Netz von Militärstützpunkten entstand nach dem Zweiten Weltkrieg. In Deutschland, Italien und Japan wurde infolge der Niederlage eine ständige amerikanische Präsenz errichtet, die bis heute andauert. Das wird nirgendwo deutlicher als auf Okinawa, einer Insel südlich des japanischen Festlands, die bis 1972 unter US-Verwaltung stand, bis sie schließlich an Japan zurückgegeben wurde. Während dieser Zeit errichteten die USA Dutzende von Militärbasen auf der Insel. Wegen seiner Nähe zu China und Taiwan bildet Okinawa gemeinsam mit Südkorea noch heute Amerikas Bollwerk in Ostasien. Die Insel beherbergt 38 US-Basen, auf denen 35.000 Soldaten stationiert sind. Die zunehmende Spannung zwischen den USA und der Sowjetunion führte in der Nachkriegszeit zu einer beispiellosen globalen Aufrüstung und zu einer Strategie der Ausbeutung menschlicher Ängste, die in unterschiedlichen Variationen bis heute anhält. Sie wissen, wie schlimm ein Sonnenbrand sein kann. Der Blitz einer Atombombe kann sie noch viel schlimmer verbrennen, vor allem wenn sie ohne Deckung sind. In diesen Jahren eroberte sich Amerika neue Territorien, so wie Diego Garcia, eine kleine Insel im Indischen Ozean, die zu den britischen Überseegebieten gehört und deren Bewohner zwischen die Fronten des globalen Machtkampfes gerieten. Wegen des Kalten Krieges wollten die USA unbedingt einen Stützpunkt im Indischen Ozean. Diego Garcia hat eine wunderbare Lagune, die dafür wie geschaffen war. Wir lebten damals einfach am falschen Ort, verstehen Sie? Weil unsere Insel sämtliche Ansprüche an eine hochkomplexe Militärbasis außerhalb der USA und Englands erfüllte. Gemäß einer Übereinkunft zwischen Großbritannien und den USA stellten die Briten 1971 die Insel den Amerikanern als Militärbasis zur Verfügung und deportierten die 2000 Einwohner. Laut dem Pentagon ist Diego Garcia heute einer der 13 Schlüsselstützpunkte, über die die USA weltweit verfügen. Diego Garcia spielte eine entscheidende Rolle in allen militärischen Operationen seit dem 11. September. Die vertriebenen Inselbewohner leben verstreut zwischen Mauritius und Großbritannien, von wo aus sie seit Jahren versuchen, ihre Rückkehr gerichtlich zu erzwingen. 2008 allerdings verwarf das britische Oberhaus alle vorherigen Urteile, die den Einwohnern ihr Rückkehrrecht bestätigt hatten. Wir mussten aus strategischen Gründen ins Exil. Wir haben den Preis bezahlt. Man hat uns aus unserer Heimat verbannt, um die Verteidigung des Westens zu sichern. Auf die eine oder andere Art wirft der Sozialismus bereits einen breiten Schatten der Unterdrückung auf die meisten Staaten dieser Erde. Und dieser Schatten beeinträchtigt unsere Freiheit. Neue Feinde? Gleich neue Kriege. Ich war ein kalter Krieger, auf jeden Fall. Ich hielt die Sowjetunion für eine Bedrohung und ich bin immer noch der Überzeugung, dass wir jedes Recht hatten, uns gegen die sowjetische Macht zu verteidigen. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 begann ich, anders zu denken. Nach jahrelangen lokalen Protesten unterzeichneten US-Außenministerin Clinton und die japanische Regierung 2009 ein Abkommen zur Verlegung der 8000 auf dem Futenma-Luftwaffenstützpunkt stationierten Marines nach Guam, einer Insel unter amerikanischer Oberhoheit. Die Verlegung war jedoch geknüpft an den Bau neuer Landebahnen an der Ostküste Okinawas, nahe der Bucht von Henoko. Ziel dieses Projektes ist, das Ausbildungszentrum für Dschungelkrieg in Takai weiter nach Norden auszuweiten. Mit anderen Worten, die USA geben ein bisschen Land an die Einheimischen zurück, wenn die sich bereit erklären, auf mehr Land anderswo auf der Insel zu verzichten. Was ist das?
Die USA übernehmen keinerlei Verantwortung für die Auswirkungen auf die Menschen oder die Umwelt. Zurzeit planen sie einen gewaltigen Ersatzflughafen, für den ein großer Teil der Bucht aufgeschüttet werden müsste. Und weil im Meer vor Hinoko viele seltene Arten leben, hätte das ernste Konsequenzen. Die Dugongs vor Okinawa zum Beispiel sind die einzigen Exemplare dieser Seekuart in ganz Ostasien. Und es sind kaum noch 50 von ihnen übrig. Ich habe ein Jahr lang von morgens bis abends vor Camp Schwab gesessen und ein Schild hochgehalten. Keine neuen Stützpunkte. Es kamen viele Soldaten, um mit mir zu reden. Sie haben mir Hamburger zum Frühstück angeboten. Sie waren so jung. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie in den Irak geschickt würden, um Leute zu ermorden. Diese Kinder werden hier zum Töten ausgebildet. Wir müssen das stoppen. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit unseren Aktionen den Bau dieser Hubschrauberlandeplätze verhindern können. Natürlich nur mit friedlichen Mitteln. Wir müssen uns vielen Herausforderungen stellen, aber wir haben auch einige echte Chancen. Und es liegt bei jedem Einzelnen von uns zu bestimmen, welche Rolle wir in Bezug auf unser Land und unsere Vorherrschaft spielen wollen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn es darum geht, Amerikas Sicherheit zu verteidigen und unsere Interessen zu fördern, keiner dafür besser geeignet ist als Sie. Ich danke Ihnen, ich danke Ihren Familien, danke für Ihren Dienst und Ihre Opferbereitschaft und danke dafür, dass Sie jeden Tag etwas bewegen. Neue Kriege gleich neue militärische Infrastruktur gleich stehendes Heer. Wenn wir vom Militär als Institution sprechen, geht es nicht um die nationale Verteidigung oder die Verpflichtung aller wehrtauglichen Bürger, für ihr Land in Zeiten nationaler Gefahr zu kämpfen. Es geht um eine Daseinsform, eine Möglichkeit, den Lebensunterhalt zu verdienen, eine ideologische Einstellung. Das amerikanische Konzept einer Armee war ursprünglich das der Legionen in der Römischen Republik. Sie wurden bei Gefahr einberufen, die Bauern verließen ihre Felder, zogen in den Krieg und wurden danach umgehend wieder entlassen. Es gab keine wie auch immer gearteten Langzeitstreitkräfte. Als die Römische Republik dann allmählich ohne Ziel und eher gedankenlos ein Imperium erschuf, wurde ihr klar, dass sie ein stehendes Heer brauchte. So in etwa ging es auch den USA nach dem Zweiten Weltkrieg, als wir anfingen, eine Rüstungsindustrie aufzubauen und eine Maschinerie, die dieses gewaltige stehende Heer stützte. Und das änderte schlagartig die politische Struktur der USA. Stehende Heere zerstören den Föderalismus. Sie verlagern die Macht nach Washington. Und sie verlangen mehr Anteil am Bruttosozialprodukt, um sie zu unterhalten. Die Soldaten dienen 20 Jahre.